Im Laufe der Geschichte haben einige Verschwörungstheorien, einst als Fiktion abgetan, die Sicht auf Regierungen und Vertrauen revolutioniert. Während des Kalten Krieges versuchte das Projekt MK-Ultra der CIA, den menschlichen Geist mit halluzinogenen Drogen zu manipulieren. Freigegebene Dokumente zeigten, dass die Experimente grausam und nicht einvernehmlich waren, was langfristige Auswirkungen auf die Teilnehmer hatte und das Vertrauen in die CIA zerstörte. Ähnlich begann der Watergate-Skandal mit einem Einbruch in das Büro der Demokratischen Partei und entfaltete sich zu einem großen politischen Skandal, der Präsident Nixon betrifft, dessen Beteiligung an der Vertuschung der Operation schließlich zu seinem Rücktritt führte. Dieser Skandal hat das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung für immer verändert. Die Operation Northwoods, eine weitere erstaunliche Enthüllung, zeigte, wie hochrangige Militärbeamte simulierte Angriffe auf US-Boote vorschlugen, um eine Invasion in Kuba zu rechtfertigen. Obwohl er von Präsident Kennedy abgelehnt wurde, enthüllte der Plan die alarmierende Dauer, die Regierungen manipulieren können. In der Zwischenzeit, die berüchtigte Tuskegee-Syphilis-Studie, sah 600 afrikanische Männer wurden absichtlich unbehandelt gelassen. Dieses dunkle Kapitel, erst in den 1970er Jahren aufgedeckt, führte zu strengeren medizinischen Standards und bleibt eine schmerzhafte Erinnerung im amerikanischen Fernsehen. Ähnlich schrecklich mit CLNTL Pro, dem Anti-Geheimdienstprogramm des FBI, das darauf abzielt, Bürgerrechte und Antikriegsbewegungen zu diskreditieren, setzte es eine rechtliche Überwachung und Propaganda ein, um soziale Führer wie Dr. Martin Luther King Jr. zu untergraben. Die Aufdeckung des Programms betont große Regierungsübergriffe und symbolisiert die Bedrohung der Meinungs- und politischen Freiheit. Diese Beispiele zeigen, dass die Wahrheit manchmal aus dem Schatten der Verschwörung tritt und Wachsamkeit nötig ist, um öffentliches Vertrauen zu schützen und ethische Standards zu wahren. 1964 erklärte die US-Regierung, dass vietnamesische Kriegsschiffe amerikanische Schiffe im Tonkin-Golf angegriffen hatten, was als Rechtfertigung für die direkte Beteiligung der USA am Vietnamischen Krieg diente. Jahre später, Untersuchungen und Dokumente zeigten, dass der Angriff übertrieben oder sogar fabriziert worden war, um die Unterstützung des Kongresses und der Öffentlichkeit für den Konflikt zu gewinnen. Der Vorfall im Gulf of Tonkin ist ein klassisches Beispiel für Ereignismanipulation, um einen Krieg zu rechtfertigen. Die Enthüllung hat großes Misstrauen in die Motive der Regierung hervorgerufen und war ein Wendepunkt in der Öffentlichkeit, dass das militärische Engagement der USA in internationale Konflikte eingesetzt wurde. Jahrzehntelang war die Tabakindustrie in eine Verschwörung verwickelt, um die negativen Auswirkungen des Rauchens auf die Gesundheit zu verbergen. In den 1990er Jahren enthüllten interne Dokumente der Tabakindustrie, dass Unternehmen die Risiken des Rauchens und die Abhängigkeit von Nikotin kannten, aber versuchten, Informationen zu manipulieren und Zigaretten als sicher darzustellen. Unternehmen wie Philip Morris investierten massiv in die Diskreditierung wissenschaftlicher Forschung und bezahlten sogar Ärzte, um das Rauchen zu unterstützen. Dieser Skandal zeigte die Macht der Unternehmen zur Informationskontrolle und war eine der größten Verschwörungen in der Geschichte der öffentlichen Gesundheit. Diese Verschwörungstheorien haben Geheimnisse und Praktiken enthüllt, die die moderne Geschichte auf beunruhigende Weise geprägt haben. Sie erinnern uns daran, dass hinter vielen Annahmen dunkle Wahrheiten stehen könnten, die darauf warten, entdeckt zu werden. Was denken Sie über diese Verschwörungen? Glauben Sie, dass andere noch auf Ihre Enthüllung warten? Hinterlassen Sie unten Ihren Kommentar und abonnieren Sie faszinierende Videos zu Themen, die unsere Welt herausfordern.